Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts. Azkaban mit mir, dem Dagi LP. Oh Gott. Ja, damit haben wir jetzt die allererste Folge, wo ich wahrhaftig und real gefailt habe. Es haben einige Leute schon in die Kommentare geschrieben, dass dieser Tag definitiv kommen wird. Und Leute, ihr hattet recht. Ihr hattet halt einfach recht. Und es war jetzt wirklich keine Absicht. Ja, also herzlich willkommen. Ihr seid hier nicht bei Let's Build Hogwarts, sondern ihr seid hier bei Let's Build Azkaban, dem Projekt, wo wir nicht Hogwarts, sondern Azkaban nachbauen. Ihr werdet es kaum für möglich halten, aber doch Leute, ihr seid genau hier. Und wir haben heute wieder sehr viele spannende Missionen vor uns, denn wir wollen heute natürlich mit dem Ofensystem weiterkommen. Und ja, ob wir das alles soweit schaffen, das wird sich rausstellen. Das Ding ist halt, ich habe letzte Folge mir nochmal genau angeguckt, wie das jetzt genau gebaut wird. Wir waren ja nochmal in auf unserer Hogwarts-Map und dort haben wir uns das alles nochmal zu Gemüte geführt. Und ich denke auch, dass ich da jetzt so verstanden habe, wie das genau gebaut wird. Aber ja, das werden wir jetzt in der Folge herausfinden, ob ich das wirklich verstanden habe oder ob ich nur glaube, das verstanden zu haben. Die erste Aufgabe, die ich jetzt in der heutigen Folge in Angriff nehmen möchte, ist auf jeden Fall, dass wir dieses Gebäude hier höher ziehen und dass wir es auch fertig ziehen, damit wir einfach schon wissen, wie groß das Ganze wird, wie viele Platzmöglichkeiten wir haben oder beziehungsweise wie wenig Platzmöglichkeiten wir haben, weil ich glaube, man kann schon erkennen, dieses Stückchen, was wir jetzt hier dran gesetzt haben, ist jetzt nicht so wirklich groß, um ehrlich zu sein. Und dementsprechend sind wir dann natürlich etwas eingeschränkter, aber ich denke, dass man trotzdem hier ein, zwei, wenn nicht sogar vielleicht drei Ofensysteme hinsetzen kann und das müsste eigentlich schon reichen, weil, ja, wofür brauchen wir die im Genauen? Eigentlich ja nur für, ja, eigentlich nur für Eisen, für Gold hin und wieder mal, aber was wir ja überhaupt nicht brauchen oder zumindest nicht in der Intensität, ist definitiv Stein, ne? Weil in LBH war es ja so oder ist es ja so, dass wir die ganzen Ofensysteme ja ganz logisch für die Steine brauchen und die Steine müssen alle durchgeschmolzen werden, was natürlich ein, ja, ein enormes Stückchen Arbeit ist, muss man ja sagen. Und das haben wir in LBA nicht, weil in LBA bauen wir Azkaban nicht aus Stein und ja, zumindest ist es nicht geplant, das aus Stein zu bauen. Kann natürlich sein, dass jetzt mehrere Leute in die Kommentare schreiben, ja, baust du aus Stein. Ich habe es ja noch nicht in Stein gemeißelt, wie ich es machen will. Aber in der Regel, oder beziehungsweise bisher haben wir uns darauf geeinigt, glaube ich, dass wir es nicht aus Stein bauen. Aber der genaue Stein ist halt auch noch nicht safe abgeklärt, wen wir da jetzt nehmen. Aber ich glaube nicht, dass es Stein werden wird. Und wenn dann, ja, keine Ahnung, irgendwie eine andere Form vom Stein. Ich weiß es noch nicht so genau. Jedenfalls werden wir sehr wahrscheinlich, ja, nicht so viele Steinvorkommen einschmelzen müssen. Dementsprechend brauchen wir die Ofensysteme nicht in der Größen, in dem Größenverhältnis wie bei Let's Build Hogwarts, wo ja die Steine zum Hauptrohstoff gehören. Aber dafür brauchen wir die Ofensysteme hier vor allem für Eisen und für Gold eventuell. Also auf jeden Fall für Eisen. Und deswegen brauchen wir nicht ganz so viele wie bei Let's Build Hogwarts, aber halt auch ein paar. Ja, genau. So, was ich jetzt hier noch später machen will, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so genau. Vielleicht mache ich hier irgendwann so einen kleinen Balkon hin. Könnte man eigentlich in Angriff nehmen, ne? Ich weiß es noch nicht, Leute. Wir müssen uns da mal später Gedanken zu machen. Jetzt gerade wüsste ich es noch nicht so genau. Das Gebäude ist auch eher so prophylaktisch, muss man dazu sagen. Weil, naja, ich könnte jetzt natürlich es noch irgendwie total geil designen mit einem Balkon, mit Blumen und allem drum und dran. Aber ganz ehrlich, Leute, es ist immer noch eine Base, um Azkaban zu bauen und um unsere Rohstoffe unterzubringen und um zu schlafen und ja, und um unsere, einfach um unseren Fortschritt halt irgendwie abzusafen. Und dafür braucht man halt einfach keine Luxusvilla, wo man irgendwie 100 Folgen Zeit drin verschwendet, diese dann zu bauen. Deswegen eigentlich möchte ich es nicht viel mehr übertreiben, als ich es bisher schon getan habe. Und ja, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es besser fändet, wenn ich jetzt langsam einen Strich darunter ziehen würde. Oder ob ihr sagt, nee, Daniel, bau weiter an der Base, sie soll schöner werden, sie soll gemütlicher werden. Liegt ganz bei euch. Ich denke ja, dass es auf jeden Fall gemütlicher ist als die LBH, als die LBH-Base. Genau, reden kann ich auch nicht mehr. Aber schön als solches würde ich sie jetzt auch noch nicht bezeichnen. Schöner als LBH, ja. Aber allgemein schön, na, da kann man sich streiten. Aber naja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu, zu sagen habt. So, das hier machen wir nochmal eben weg. So, dann kommt da nochmal ein schöner Holzboden rein.
So, ein bisschen Schönheit muss gewahrt bleiben. Ja, wie ihr seht, Leute, die Grafikbugs habe ich leider noch nicht so gänzlich beseitigen können. Ich hoffe, das geht jetzt in den nächsten Folgen. Nur ich muss heute oder ich will heute eigentlich diese Folge noch aufnehmen. Und deswegen hatte ich da jetzt nicht so die Möglichkeit zu warten. Aber es ist bei Minecraft eigentlich immer so, ja, manchmal hat Minecraft einfach seine Tage und dann passiert es, dass man da mal diese Grafikbugs drin hat, aber in der Regel halten die nicht Ewigkeiten und gehen auch irgendwann selbstständig wieder weg. Darauf hoffe ich zumindest und ja, drückt mal die Daumen, Leute. Aber so sehr stören sie mich zumindest in dieser Folge jetzt noch nicht. Mal sehen, wie viel das heißt. So, wir brauchen nochmal 2 Öfen. So. Dann brauchen wir gleich noch jede Menge Kisten, das heißt, wir müssen noch Holz farmen gehen. Da haben wir noch eine Insel drüben, die wir auf jeden Fall dafür verwenden werden. Wobei ich eigentlich auch die Birken von meiner Insel nehmen kann. Das macht eigentlich jetzt auch keinen großen Unterschied. Müssen wir uns gleich mal überlegen, wie wir das machen. So, dann kommt der Trichter hier an den Ofen dran. Ich hoffe, das ist alles so richtig, wie es ist. Ich hoffe es. Dann haben wir jetzt noch hier dieses Ding hier, ne? Dieses kleine, aber feine Problem. Und wir haben ja schon in Hogwarts gesehen, lol, ist mein, ach nee, da ist sie. Wir haben schon in Hogwarts gesehen, dass es nur dann richtig ist, wenn dieser Trichter einmal in den Ofen hineingeht. Wisst ihr, wie ich meine? So, genau. Ja, easy, Leute. Das war jetzt schön. Das hat sich jetzt sehr gut angefühlt, dass ich das sofort hingekriegt habe. Wow. Okay, ja, dann kommt hier der nächste Trichter dran. Damit haben wir jetzt hier schon mal die Trichter, wo der Brennstoff reinkommt, also unsere Lava-Eimer später. Jetzt brauchen wir aber noch 2 Trichter, damit wir natürlich die Ursprungsressourcen oben reintun können. Die Ursprungsressourcen werden dann durch den Trichter in die Öfen geleitet und dann in den Öfen geschmolzen und dann hier wieder in diese Kiste reingepumpt. Dann können wir hier die fertigen Sachen rausnehmen. Das ist so die Theorie dahinter. Ob das dann am Ende klappt, das werden wir jetzt in dieser Folge gemeinsam herausfinden, Leute. So, was brauchen wir jetzt? Trichter, genau. Also, dafür brauchen wir Holz. Ja, kommt, Leute, führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen mal kurz unsere Birkenbäume draußen abbauen. Und es wird dunkel, deswegen gehe ich nochmal gerade ganz kurz schlafen, Leute. Wofür gibt es ein Bett? Ah, schön. Ein wunderschöner guten Morgen, liebe Hühnchen. Also, so wirklich, tierlieb ist das jetzt nicht, aber naja, egal. Leute, wir kümmern uns jetzt... Hey, Huhn, was machst du? Oh, ist das unser Baby Chicken McNugget? Ist es etwa erwachsen geworden? Oh, Baby Chicken McNugget, du bist ein großes Chicken McNugget geworden. Ach, guck mal, wie glücklich es ist. Ja, Leute, das ist unser neues Haustier. Ja. Ich nenne es Chicky oder Chicky McNuggy oder Nuggy oder... Ja, Leute, sucht euch mal einen Namen aus. Aber er muss kreativ sein, nicht so wie die, die ich immer gebe. So, jetzt bauen wir hier erstmal die Birken ab. Ist ja eigentlich völlig irrelevant, aus welchem Holz man die Kisten baut, weil die Kisten am Ende eh die gleiche Farbe haben. Hallo, Skelett, warum spawnt ihr häufiger in meiner Base als außerhalb? Was ist los bei euch? So, da ist auch noch ein Birkenbaum. Birkenbäume sind deswegen geil, weil wir sie eigentlich nicht zum Bauen brauchen und deswegen können wir sie ja für die ganzen Dinge verwenden, die, ja, wo die Holzfarbe nicht irgendwie maßgeblich entscheidend ist. Wie zum Beispiel bei Kisten, wo die Holzfarbe ja irrelevant ist. Ach komm schon, Creeper, lass mich in... Ja. Gut gemacht, Creeper. So, ja, zumindest hat er uns nichts Wichtiges kaputt gemacht, so ein Loch in der Insel, das kann man schnell ausfüllen. Oder wir machen uns einen süßen kleinen Swimmingpool hier hin. Genau, da können dann die Hühnchen drin schwimmen. Mann, Daniel, deine Ideen sind definitiv immer ziemlich gut. Hey, Skelett, was geht bei dir? Warum tust du mir weh? Stirb, 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 stirb. So, geht doch. So, da ist noch eine Cave-Spider, aber ich glaube, die will nichts von mir. Ich glaube, das liegt auch daran, weil tags ist. Hat mir, glaube ich, jemand in die Kommentare geschrieben, dass sie deswegen nicht angreifen. Ne, Spinne? Du greifst nicht an, weil es Tag ist, ne? Ja. Wenn man die Hand vor Augen sehen kann, dann hat man eher Angst vor sich selbst als vor anderen, ne? Ja, Spinne, das kann ich nachvollziehen. Also, ich bin ja auch nicht der Schönste. Wenn der Tag anbricht und ich in den Spiegel gucke, da kriege ich auch Angst vor mir selber. Kann ich schon verstehen, liebe Spinne. So, ja, dann bedeutet das jetzt, wir machen uns aus dem Holz ein paar Truhen. Beziehungsweise, ich bin mal kurz eben ein bisschen wegsortieren. Oh, guck mal, das Hühnchen bewacht die Kiste. Ach, wie süß. Oh, guck mal, Cuteness-Anfall. Oh, was ist denn in der Kiste drin? Oh, das Hühnchen bewacht Blümchen. Och Gottchen. Jetzt bewacht es die Kiste. Ja, alles klar. Hühnchen, du bist auf jeden Fall der beste, die beste Verteidigung, die man sich wünschen kann. Dankeschön, dass es dich gibt. So, Pfeile kommen da rein. Der Bogen mit Haltbarkeit 1 kann da gerne auch rein.
sonst eigentlich eher nichts. Okay. So, Eisen brauchen wir noch ein bisschen. Dann nehme ich eigentlich auch mal das hier mit. Wir können das ja mal so zusammenstecken. Ja. Wundervoll. So, dann machen wir uns jetzt nochmal, ich glaube, 3 Trichter brauchen wir. Beziehungsweise erstmal müssen wir uns Holz machen. So, jetzt brauchen wir Truhen. Und zwar ohne Ende, Leute. Eigentlich kann ich mir direkt aus dem ganzen Stacken Truhen machen. So. Ja, können wir uns erstmal 6 Truhen draus machen. Und dann machen wir uns aus diesen Truhen 3 Trichter. So. Genau. Nehmen wir uns die erstmal. Jetzt haben wir insgesamt noch 3 Truhen. Könnte ausreichen. Ich will es jetzt mal gerade probieren. Wir können ja immer Step für Step alles machen. So. Genau. Jetzt müssen wir aber ein bisschen höher gerade mal, weil sonst geht das, glaube ich, schlecht. Genau. Und jetzt kommt hier eine Truhe hin und da eine. Und die müssen wir jetzt natürlich wieder verbinden. So, in der Theorie sollte es jetzt funktionieren, Leute. Drückt mir mal die Daumen. So, wir nehmen uns ein bisschen Kohle aus der Kiste und nehmen uns dann, ja gut, Eisen haben wir hier noch und Gold, glaube ich. Dann können wir das mal eben durchschmelzen lassen. Haben wir hier noch? Ja, ich nehme mal hier ein bisschen Kohle raus. Und hier auch. So. Und jetzt kommt der spannendste Moment von allen, Leute. Klappt unsere Konstruktion ja oder nein? Wir schmeißen mal das Eisen da rein. So. Ja, es läuft auf jeden Fall durch hier in den Trichter und in den Ofen hinein. Und wird auch direkt auf beide Öfen aufgeteilt. Das ist schon mal gut. So. Dann tun wir einmal 6 Kohle da rein und 6 Kohle da rein. Und es funktioniert, Leute. Also bis hierhin funktioniert es. Es schmilzt hier. Jetzt als nächsten Step muss es... Ja, in die untere Kiste rutschen. Es ist auf jeden Fall runtergerutscht hier rein und... Es klappt, Leute. Wir haben ein funktionierendes Ofensystem gebaut. Sehr, sehr geil. Ich bin nur am Überlegen. Ich bin jetzt wieder so ein bisschen perfektionistisch unterwegs. Nee, macht keinen Unterschied, ne? Oh, ich Esel. Ich wollte gerade sagen, ja, ich will es noch ein nach da versetzen. Aber wenn ich es jetzt ein nach da versetze, dann ist da ja... Ja, ich halt einfach meinen Mund, Leute. Ja, gut. Das bedeutet jetzt, dass wir hier noch ein Ofensystem hinsetzen können. So. Ja, Leute, machen wir das doch mal, oder? Was hält uns denn davon ab? Wir versuchen jetzt, also wir brauchen insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trichter pro Ofensystem. Okay. Ist natürlich jetzt extrem teuer. Das kann man nicht von der Hand weisen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so, dann machen wir daraus jetzt 6 Trichter. Geht bestimmt auch irgendwie schneller, aber ich weiß halt nicht wie. So, 6 Trichter. Oh, der, gut, jetzt haben wir 7. Das war jetzt... Manchmal, ne, Daniel, mach doch einfach die Augen auf. Das würde dir schon echt in vielen Situationen sehr weiterhelfen. Gut, dann brauchen wir noch ein paar Truhen. Von denen ich jetzt leider erstmal nur 2 machen kann. Okay, dann müssen wir uns gleich nochmal ein bisschen mehr Holz holen. So. Dann brauchen wir noch Öfen. Davon habe ich aber noch 2. Ja. Dann brauchen wir eigentlich nur noch Truhen. Truhen und dann haben wir's. So. Eine Truhe kommt dann dahin. Dann kommen die Öfen dahin. Dann da dran. So. Eine Truhe dahin. Dann noch eine dahin. Also das heißt, wir brauchen noch insgesamt 1, 2, 3... 3 Truhen. Okay, dann machen wir das mal eben, Leute. Haben wir draußen eigentlich noch einen Baum? Nee, ne? Haben wir Saplinge dabei? Yo. Ich setze auch mal direkt den Eichensapling hier, weil wir brauchen so oft Eichenholz. Warum mache ich mir dann eigentlich keine Eichenbäume hier hin? Ich mache mal einen hier hin. So einen süßen, kleinen, schnuckligen Baum hier direkt vor unserem Haus. Kann ich eigentlich auch hier einen hinsetzen. So. Sieht dann vielleicht auch ganz schön aus. Jetzt mehr aus dekorativen Gründen. So, dann nochmal für meine ganzen Tiere, damit sie das Gefühl haben, hier wäre ökologisch alles korrekt. Was es nicht ist, weil ich meine, es scheint die Sonne und es liegt Schnee, also irgendwie, ja, scheint die Welt wirklich über den Jordan zu gehen. Ich nehme doch nochmal vielleicht den Schnee hier weg, Leute. Das ist ein bisschen nervig, muss ich gestehen, weil ja, ihr merkt, es ist ja, ich mache es immer mal wieder, Leute. Es haben mir einige in die Kommentare geschrieben, dass es sie halt nervt. Ich werde jetzt immer mal wieder ein bisschen Schnee abbauen. Und spätestens in 2000 Folgen ist der Schnee hier auch weg, Leute. Das verspreche ich euch. So. ja, wir machen das hier mal eben schnell zu. Das geht auch schnell.
So, immer wieder so kleinere Reparaturaufgaben, sage ich mal. Da hinten haben wir auch noch ein Loch von einem Creeper reingerissen bekommen. Wollte ich ja eigentlich einen Hühner-Whirlpool draus machen, aber ja, nee, machen wir später. Irgendwann, nie. So. So, da haben wir noch ein bisschen Erde. Lol, das reicht einfach auf den Block genau. Ja, easy. Manchmal muss man auch einfach nur Glück haben, Leute. So, ja, weil noch kein Baum fertig ist, ich aber dringend Holz brauche, gehe ich jetzt mal gerade, oder besser gesagt, ich fliege mal eben gerade kurz mit meinem Besen zu einer Base. Aber ich, hallo, wo sind denn hier bitte, wo ist mein Besen, hallo? Besen. Ach, der sitzt, ach, komm schon, ist das euer fucking Ernst? Ist das euer Ernst? Wie viele Fackeln soll ich denn noch setzen, Mann? Wie viele Fackeln soll ich hier noch setzen? Ja, ich bin am Überlegen, Leute, ob wir hier noch irgendwie die Raumaufteilung anders machen. Ich denke schon, aber ja, machen wir später dann. Nur irgendwas müssen wir da tun. So, kann man eigentlich die Eier irgendwie da reintun? Nö, okay. Ja, wir haben jede Menge Eier. Ich weiß auch langsam nicht mehr, wohin damit, aber naja. Komm schon, was macht ihr hier, ihr blöden Viecher? Mann, zumindest sind es keine Creeper. Wie verfahren wir jetzt weiter? Ja, ich muss Holz holen. Holz war die letzte Aufgabe, die ich erledigen musste. Aber ich muss irgendwie an meinen Besen kommen. Oder ich mache mir halt einfach schnell einen neuen Besen. Ich meine, so eine krasse Aufgabe ist das jetzt auch nicht. Ich Schlaumeier. Oh Mann, Daniel. Und wir haben noch Sticks. Sticks meine ich. So. Und zack, wunderbar, da haben wir jetzt unseren Besen. Also das war jetzt eine schwierige Geburt, bis ich auf diese glorreiche Idee gekommen bin. Ach Mann, Leute. Ich will manchmal irgendwie gerne wissen, wie oft ihr euch innerhalb dieses Let's Plays schon auf den Kopf gehauen habt. Aber, ja, ich weiß nicht so genau, ob ich das wissen will. Es tut mir leid, Leute, ich mache die ganzen dummen Aktionen zu 95% nicht mit Absicht. Okay, sagen wir 99%. Ich mache sie fast nie mit Absicht. Das ist kein Scherz, Leute. So, dann nehmen wir uns hier erstmal ein paar Bäume mit. Und weil die Inseln eh später abgebaut werden könnten, nicht unbedingt, aber es könnte so sein, macht es eh schon mal, oder ist es eh ein Vorteil, wenn wir die Bäume hier wegnehmen. Weil es soll am Ende so sein, dass von Azkaban aus nirgendwo Festland zu sehen ist. Weder Inseln noch irgendwas anderes in diese Richtung. Und damit das möglich ist, müssen wir wahrscheinlich ein paar Inseln wegbauen, die da noch zu sehen sind. Weil so groß ist der Ozean jetzt auch nicht, dass man irgendwie mit der höchsten Sichtbarkeit, ja, kein Festland mehr sieht. Also, da müssen wir schon ein bisschen nachhelfen. Und da wir die Bäume dann hier eh entfernen müssen, können wir es eigentlich auch jetzt machen. Ja. Das ist eine tolle Erklärung. Damit erkläre ich eigentlich nur, warum ich hier die schöne Botanik kaputt mache. Ja. Die ich eigentlich anfangs nicht kaputt machen wollte, muss man ja auch nochmal festhalten. So, Besen, komm zurück. So, und ab dafür, wieder zurück. Wir haben jetzt genug Holz für die Aufgabe. Und dann haben wir es heute tatsächlich geschafft. Wir haben zwei funktionierende Ofensysteme. Und von der Seite aus sieht das Haus wirklich architektonisch, bedacht aus. Nicht so, als hätte ich mir keine Gedanken darüber gemacht, aber Hauptsache auf dem Dach selber sind Spinnen und jede Menge Spinnennetze. Naja, okay. So, jetzt haben wir auch noch unseren Besen kaputt gemacht. Glorreich, Daniel, absolut glorreich. Was wirfst du jetzt weg? Ich werfe, die Blume weg. So, wunderbar. So, sind hier noch irgendwelche Creeper, die mich besuchen möchten? Hallo? Oh, keiner. Das ist ja ein Wunder. Moment mal, Leute, ich mache das jetzt so, bevor mir Leute wieder... Bevor Leute sauer werden. Ich setze jetzt hier zwei Fackeln hin und hoffe einfach mal, dass es jetzt reicht. So. Ne? Weil, was soll ich sonst noch machen? Also, irgendwann ist auch mal gut. So. Genau. Ach ja. Wir müssen uns eine Truhe, doch eine Truhe machen. Genau. So, ich komme schon mega durcheinander, Leute. So. Zack. Wie viele brauchten wir nochmal? Drei, glaube ich, ne? Ja, ich meine, drei waren's. So. Und Trichter haben wir ja noch. So, und dann bauen wir uns jetzt hier nochmal kurz hoch. Und dann nochmal Truhe, Truhe und Trichter. Trichter. Oh, jetzt habe ich die da falsch gesetzt. So, und Trichter. Und dann nochmal hier Trichter und
Trichter. Wunderbar, Leute. Damit haben wir unser zweites funktionierendes Ofensystem da stehen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es funktioniert, weil es genau gleich gebaut wurde. Und mit zwei heißt es jetzt Ofen oder Öfensysteme? Nee, Ofensystem. Öfensystem, Daniel, ich bitte dich. Also, wir haben jetzt zwei funktionierende Ofensysteme und das wird uns auf jeden Fall in den nächsten Folgen und auch vor allem beim Bau von Azkaban extrem weiterhelfen. Also, ich bin da sehr happy drüber. Und ja, mal sehen, wie es noch weitergeht. Ich würde aber gerne... Oh Leute, ich habe eine Idee. Das ist jetzt eigentlich nur so eine Stilidee, aber weil die Folge schon über 20 Minuten geht und ich jetzt keine große Aufgabe mehr anfangen möchte, möchte ich es mal eben so probieren. Man könnte ja jetzt hier so ein Sichtfenster in diese Räumlichkeit einbauen. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wo das Sinn macht, aber... Was ist in der Kiste? Ja, wir müssen die Kiste eventuell nochmal wegstellen, aber dann könnten wir hier so eine Glasfläche machen. Wir könnten hier den Boden ein bisschen wegnehmen und dann können wir das ja auch ein bisschen geiler miteinander verbinden. Also es gibt bestimmt noch ein paar Ideen, wie man das Gebäude hier grundsätzlich schöner gestalten kann. Aber die sind mir halt noch nicht gekommen. Aber langsam kommt mir da auf jeden Fall eine Idee. Also ich denke, ich habe schon den ein oder anderen Gedanken und werde die auch auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Aber dann wahrscheinlich auch eher in den Livestreams, weil hier in den Folgen möchte ich nicht so random Aufgaben machen, wo ich mir fast sicher bin, dass die eh nicht am Ende gut aussehen. Also so reines Ausprobieren mache ich dann lieber in den Livestreams selber. So, wir gucken nochmal, ob hier ein paar Hühner rauskommen. Ja, kommen tatsächlich wieder ein paar raus. Weil wir haben einfach mittlerweile so viele Eier, Leute. Das ist nicht mehr normal. Guck mal, es regnet kleine Chicken McNuggets. Da, ach, guckt mal. Süß. Ja, haben wir noch welche? Nö. Okay. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, belassen wir es für die Folge. Wir haben zwei Öfen... Ah, Werwolf! Nein, 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 oh, nein, noch einer! Nein! Zu meiner Mann, das ist doch nicht euer Ernst, ihr scheiß dreckigen Werwölfe, ihr seid doch komplett gaga in der Birne. Nein, verpiss dich, mach mich nicht nochmal tot. Ich will, nein, 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 ach komm schon. Ach Leute, jetzt, wisst ihr, die ganze Folge lief alles gut und jetzt gegen Ende wollen die mir nochmal ordentlich ans Leder anscheinend. Ach komm schon, ey, das kann doch nicht wahr sein. Wisst ihr was, Leute? Wir machen uns ausnahmsweise ein Diamantschwert. Einfach nur deshalb, weil wir in diesem Projekt gegen Monster kämpfen müssen und dafür brauchen wir eine ordentliche Verteidigung. So, Werwolf, jetzt komm nochmal her. Ja? So. Er ist tot. Er ist tot, Leute. Wir haben einen Werwolf getötet. Wir haben... Ja, okay, Lupin war das jetzt nicht, weil Lupin mag ich, aber... Oh Mann, ey. Zwei Werwölfe haben wir getötet, ja? Ja, ein fulminanter Abschluss dieser Folge, Leute. Und entweder werde ich die Folge was mit den Trichtern nennen oder irgendwas mit den Werwölfen. Danke, liebe Werwölfe, dass ihr mir eine neue Thumbnail- und Titelmöglichkeit gegeben habt. Freut mich auf jeden Fall. Leute, ich danke euch auch fürs Zuschauen und ich hoffe, dass dieser kurze kleine Fail jetzt nicht zu dumm war. Ich weiß, er war dumm, aber ich hoffe, man kommt darauf nur einigermaßen klar. Wir haben jetzt Levelpunkte verloren, aber hier in unseren Ressourcen haben wir jetzt nichts großartig verloren. Aber, naja, der Werwolf ist einfach übelst overpowered und viel zu schnell und ich glaube, man hat... gesehen, dass ich keine Chance hatte, aber naja, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem im Großen und Ganzen gut gefallen. Wir haben einen Fortschritt geschafft, der wichtig ist, und zwar zwei funktionierende Ofensysteme, Leute, ich hau mich jetzt jedes Mal selber, wenn ich das falsch sage, und damit kann man auf jeden Fall leben, und in der nächsten Folge werden wir dann endlich wahrscheinlich sogar mit dem Grundriss von Azkaban anfangen. Ich freue mich da schon sehr drauf und hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, macht was draus, und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Build Azkaban. Ciao zusammen!